Hey Leute und herzlich willkommen, it's time for News. Und zwar habe ich wieder ein paar aktuelle News aus der PC-Gaming-Szene für euch zusammengetragen. Und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Im Hintergrund ganz kurz zum Gameplay. Battlefield 3 Waffenmeister. Ich habe leider keinen Sound im Hintergrund laufen. Dafür habt ihr jetzt hier diese schöne Musik. Ich hatte das einfach nebenbei aufgenommen, hatte aber noch etliche Hintergrund-PC-Geräusche am Laufen. Von daher wäre das sonst ein bisschen, ja, Fail gewesen. Daher habt ihr mal nur meine schöne Stimme und die Musik, die euch im Hintergrund berieseln. Und ich fange erstmal an mit den ersten News, und zwar gibt es welche für Battlefield 4. So, und zwar geht es da aktuell darum, dass in der CDE jetzt zwei neue Pfeile verfügbar sind für den Phantom-Bogen, sprich Brandstoff- und Giftpfeile. Die könnt ihr dann in Zukunft nutzen. Könnt ihr halt eben aktuell ausschließlich nur auf der CTE spielen. Wann die ins Spiel gepatcht werden, ist eigentlich, steht noch nicht so ganz fest. Mal gucken. Es gibt auch schon einige Videos, wie viel Damage etc. die machen. Da könnt ihr euch ja auch nochmal ganz kurz ein bisschen umgucken oder einfach mal eingeben. Das ist eigentlich gar kein Problem. Ich habe mich damit jetzt noch gar nicht so mit beschäftigt. Ich habe die CTE noch gar nicht gespielt. Wollte euch das auf jeden Fall jetzt schon mal mitteilen dafür. Und ja, da gibt es aktuell auch nicht mehr zu berichten. So, kommen wir zu Mafia 3. Und zwar ist dort ja Folgendes geschehen. Ich habe mir mal das Ganze angesehen. Das Ganze ist ja auf der Gamescom angespielt worden. Also zum Beispiel, es gibt ja einige Leute, die oder einige große PC-Firmen, die da schon 20 Minuten Gameplay mal erspielt haben. Und viele machen sich schon irgendwie Sorgen über die Serie. Einfach weil der eigentliche Entwickler, das war ja vorher 2K, nicht mehr das ganze Spiel entwickelt, sondern halt eben nur Schützenhilfe bietet bei der Engine-Programmierung und Zwischensequenzen gibt. Ansonsten wird das ja Ganze jetzt von einem amerikanischen Entwicklerstudio gemacht, Hangar 13, und da haben jetzt viele schon die Angst, dass das Ganze halt zu sehr amerikanisiert wird. Und ich habe mir auch ein kurzes Fazit durchgelesen. Also viele von den Leuten, die das Ganze bei der Gamescom angespielt haben, sagen, das hat sie jetzt nicht ganz so umgehauen. Also es soll anscheinend natürlich auch schon wieder mit der vorherigen Geschichte, also Mafia 2, es soll daran anknüpfen, und man soll auch natürlich dann sehen können, beziehungsweise wird auch aufgelöst, was mit Joey am Ende passiert ist und solche Geschichten. Mal sehen, wo das Ganze hinführt. Ich habe mir dazu jetzt noch gar kein richtiges Gameplay angesehen, beziehungsweise ich habe es nur kurz gesehen. Und ansonsten soll auch durchgerutscht sein, dass der Release-Termin für das Game ab nächstem Jahr Februar, glaube ich schon. Also es soll zwischen Februar, also zwischen, nee, Quatsch, April, sorry, April. April ist natürlich, also ist noch ein mega Zeitraum, halt eben zwischen April und Dezember 2016 soll das Game irgendwann erscheinen. Mal gucken, ob es dazu dann noch genaueres gibt. Als ganz kurze kleine Anmerkung dazu noch, was ich ganz kurios finde, Mafia 2 wiederum ist nicht mehr bei Steam erhältlich. Und auch bei sonstigen Game-Herstellern, sondern sogenannte Steam etc., hast du nicht gesehen, wurde Mafia 2 eben aus dem Sortiment genommen. Das heißt, man kann es sich jetzt nicht mehr so runterladen, als Download kaufen, sondern müsste es wahrscheinlich in einem der großen Märkte kaufen. Warum das Game rausgenommen worden ist, ist nicht wirklich bekannt. Mal gucken. Kann natürlich auch sein, dass das Ganze im Bundle angeboten wird, wenn dann Mafia 3 mit rauskommt. Mal sehen. Keine Ahnung. Das war es erstmal hierzu. Und ich habe weitere News für F1 2015. So, wer das Ganze spielt oder halt eben auch mal gerne so ein bisschen auf Formel 1 abfährt, ich habe die früher gerne geguckt, mittlerweile ist so ein bisschen die Luft raus bei mir. Habe auch gerne das Game gespielt. Aktuell ist es so, dass zwei PC-Updates samt Patch-Notes veröffentlicht wurden. Und zwar hat Codemasters, wie gesagt, zwei neue Updates für die PC-Version von F 2015 veröffentlicht. Neben einem größeren Patch mit neuen Features und diversen Fehlerbehebungen gab es auch einen Hotfix. Ja, ansonsten, ich kann euch unten mal die Original-Patch-Notes noch mit reinkopieren, beziehungsweise euch den Link dazu geben, wenn ihr ganz genau wissen wollt, was genau geändert worden ist. Und von daher war es das eigentlich auch schon zu F 2001.
Und last but not least GTA 5. Und dort gibt es jetzt neue Features für den Rockstar Editor. Und dort gibt es bald ein Update, sprich also ein Update von Rockstar Games für Konsole, aber halt eben auch für den PC. Und dort gibt es dann neue Updates für den Rockstar Editor, die dann Neues beinhalten. Zum Beispiel gibt es Updates für den Regiemodus. Es kann in Zukunft Kopieren und Einfügen von Markierungseigenschaften, was einfach nur heißt, Audioeinstellungen lassen sich ganz einfach von einer auf eine andere Markierung im eigenen Clip kopieren. Dadurch wird die Bearbeitung um ein Vielfaches effizienter als vorher. Dann gibt es noch neue Schriftarten, die dort mit eingebunden worden sind. Und auch Umgebungsgeräusche und Soundeffekte. Dort gibt es dann jetzt eine ganze Bibliothek, fügt halt eben auch dann Umgebungsgeräusche und atmosphärische Sounds aus einer Bibliothek von Audiotracks hinzu, um eure Szenen noch lebendiger zu gestalten. Ja, das ist doch mal einiges, was dann in Zukunft dort noch mehr bearbeitet werden kann. Ansonsten war es das erstmal jetzt hier an News für die Games, die ich mir so rausgesucht habe oder was ich so für relativ wichtig gehalten habe. Ich habe letztens ja noch welche gesehen, da wurde ja noch was zu Rocket League geschrieben und auch zu Dark Souls 2 oder 3. Da habe ich jetzt aktuell nichts Neues gefunden. Das Einzige, was ich nur mitbekommen habe, dass Rocket League nicht mehr an Nummer 1 der Gaming-Charts steht und das, glaube ich, von Arc abgelöst worden ist. Das ist das Einzige, was ich euch dazu noch nennen kann. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr hier zugesehen habt. Ich wünsche euch noch eine gute Woche und wir sehen uns. Tschüss, bis dann.